Ich habe den Farmpass beendet. Eigentlich wollte ich ihn mir gar nicht kaufen. Ich habe ihn auch nicht gekauft gehabt, bis gestern. Gestern kam spontan Farmpass doppelte Punkte Event ohne Ankündigung. Das ist ja auch total überbewertet. Wer braucht schon Ankündigungen? Das ist viel witziger, wenn man seine Aufgaben alle schon erledigt hat und dann das Event kommt und man gar keine Aufgaben mehr hat, für die man doppelte Punkte bekommen kann. Das ist total fair, nicht? Ich war gestern ein großer Nutznießer des Events und trotzdem finde ich es nicht gut. Ich finde es nicht gut, wie es gestaltet ist. Ich finde es nicht gut, wann es kommt. Ich finde es nicht gut, dass es ohne Ankündigung kommt, weil es einfach nicht fair ist. Aber das ist ein anderes Thema aktuell. Jedenfalls habe ich gestern noch schnell mein Google Play Guthaben angeguckt. Mittlerweile nutze ich ja kein Google-Handy mehr. Aber ich habe noch Guthaben im Play Store gehabt, in Form von diesen komischen, was ist denn das? Play Points heißen die genau. Und habe die noch schnell umgewandelt in Gutschein für Heyday und habe mir so dann noch die drei Farmpass-Pakete gekauft. Das Bundle für 14,99, habe aber 8 € Rabatt bekommen. Das heißt, ich habe 6,99 bezahlt. Das war dann okay. 14,99 ist viel zu viel, würde ich nie dafür bezahlen. Ach, sage ich jetzt, nächsten Monat mache ich es vielleicht. Nein, Quatsch. Also, ich habe es eigentlich nicht vor, weil. Ich weiß es nicht. Es ist, ja, man kriegt einiges dafür, aber 14,99 und dann musst du, wenn es blöd läuft, nochmal 60 Dias für die 6 Zusatzaufgaben zusätzlich ausgeben und 60 Dias hat man, wenn man nicht dafür auch noch Geld ausgibt, nicht unbedingt einfach rumliegen. Weiß ich nicht. Finde ich zu hart. Dias zu verlangen, wenn man dann gerade schon echt Geld bezahlt hat für den Farmpass, finde ich zu hart. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir sammeln den ganzen Quatsch mal ein. Meine Scheune ist gerammelt voll. Ich habe, also ich glaube wirklich gerammelt voll. Warte mal eben. Ja. Wir sind jetzt schon übervoll mit eins drüber. Selbstverständlich fangen wir nochmal ganz hinten an. Eigentlich wollte ich auch gar nichts einsammeln. Man sieht es aber gerade beim Durchwischen schon. Ich habe Superschübe aus Versehen eingesammelt. Ich wollte einfach, also ich wollte auf das Infofeld gehen und habe es dann aus Versehen angeklickt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Rad und Schiff habe ich gestern noch schnell machen müssen, damit ich spielen konnte. Und Molkerei auch, aber den Rest habe ich stehen lassen. Das heißt, wir kriegen jetzt auf jeden Fall mal ein paar Zäune. Wie kriegen wir denn eigentlich? Kann ich die durchgehen? Was sind das? 10? Mal gucken. Ich gucke mal schnell, ob ich da noch welche, ob da noch was kommt. Ich dachte, ah ja, genau. Da sind noch mal 10. Das sind 20. 20, 20, 20. Mein Gott, was ist los bei mir? Ja, 25. Okay. 25. Zäune über den ganzen Pass ist nicht die Welt, aber mit 25 kann man was anfangen. Im Gegensatz zum Schneepfad, wo das letzte Mal 5 Stück für, was waren es, 3,49 € im Angebot waren. Das ging halt gar nicht. LKW ist klar, Puzzleteil. Entschuldigung, ich habe irgendwie mega Frosch im Hals. 2 Küken-Gutscheine, okay. Brauche ich nicht lange überlegen. Zuckermühle. Also weißer Zucker ist bei mir zurzeit totale Mangelware. Die XP hole ich am Ende, weil ich die dann alle zusammenhole. Das wird für 1,5 Level reichen. Das heißt, wir werden bis Level 119 kommen. Derby-Aufgabe neu brauche ich tatsächlich nie. Also oder ganz selten mal. Ist für mich einer der unsinnigeren Belohnungen. Landerweiterung wird eh wieder verkauft. Klopapier, okay, brauchen wir. Aber brauchen wir halt mehr. Schübe nehmen wir immer, weil egal wie der Schub ist, die Plätze sind natürlich das Wertvollste am Ende. Dass man notfalls den Schub austauschen kann. Stadthilfe brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das fürs Tal schadet nicht. Backsteine werden verkauft. Schrauben nehmen wir. Klebeband nehmen wir. Sag mal, was ist da los? Sekunde mal eben. Heieiei. Alter, was ist da? der Partyhut, okay. Geburtstagshut. Einmal ganz ehrlich, warum gibt es denn jetzt den Geburtstagshut? Hey, der hat im Sommer Geburtstag. Warum kriege ich jetzt einen Geburtstagshut? I don't get it. Definitiv Molkerei. Da ist zwar schon was drauf, aber Molkerei kann man nie genug haben. Bitten für die Gemeinschaft ist jetzt auch nicht so massiv, dass ich es brauche. Auf die habe ich mich gefreut. Ich brauche definitiv noch eine für meine Farm bewerten, Farm. Aber das wird man ein andermal sehen. Schiff, okay. XP lassen wir noch. Stadt, egal. Noch ein Puzzleteil, noch ein Schub, wird wieder verkauft. Die Diamanten für die Gemeinschaft verschenke ich ein andermal. Da muss ich dann noch jemandem Bescheid geben, dass die drin sind, weil die verschwinden nämlich irgendwie immer super schnell.
LKW-Klopapier und noch einen Schub, noch einen Kükengutschein, noch was für die Zucker. Kann ich das echt so weit erweitern, ja? Okay, das müssen wir uns dann angucken. Deko ist klar, Deko, Deko. Die Pakete lassen wir noch. Nochmal, das ist das dritte Puzzleteil, oder? Die zusätzlichen Speicherplätze, mit denen ich mich weiter nicht anfreunden kann. Weil das Ding einfach ist, sie verschwinden zum Ende des Farmpasses und dann habe ich einfach höchstwahrscheinlich Scheune und Silo mit 50 zu viel gefüllt, weil das immer am Limit ist bei mir. Und das dann wieder runterzubringen, ist natürlich, also es ist schon massiv, wenn du mal so 5 oder 10 überm Limit bist durch irgendwelche Einsammelsachen beim Derby oder was auch immer. Aber wenn ich 50 überm Limit bin und das wieder ausmerzen muss, weiß nicht, stresst mich jetzt schon. Super Schub. Gucken wir uns gleich mal an, was das für welche waren, auch die ich schon eingesammelt habe. Noch ein Kükengutschein, das ist Nummer 4, glaube ich. Noch ein paar Schübe, Gutscheine, LKW. Meine Güte, ich kann, also wenn es weitergeht, kann ich gleich, ja, kann ich das ganze Board voll machen mit Hilfe aus Sachen. Wird verkauft. Ah, 4. oder 5. Puzzleteil? Naja, irgendwas in die Richtung. Wird auch verkauft. Schrauben nehmen wir. Bolzen nehme ich mit Kusshand. Also Bolzen immer wieder, Mangelware. Klopapier, klar. Das ist nochmal was für die Gemeinschaft. Sind es auch wieder 5? Muss ich mir dann angucken. Achso, einsammeln? Geht gar nicht. Okay, ich muss es verschenken, sonst kann ich es nicht einsammeln. Okay, okay, okay. Noch ein Superschub. Noch ein Puzzleteil. Ich habe auch noch Tiere übrig. Ich habe 2, 3 Tiere sind fertig, die ich noch nicht eingesammelt habe. Da will ich noch ein bisschen warten. Irgendwie habe ich da Bock drauf, dass dann so mehrere Tiere hintereinander kommen. Noch ein Superschub. Noch mehr Schübe. Gold, das wird verkauft. Ein bisschen Geld. 35.000, naja. That's it. That's it. Wir sind durch. Das heißt, wir sammeln jetzt nur noch die XP ein. Nur noch. wo geht's denn da los? Da vorne, gell? Ja, da geht's los. Achso, ich muss eh nochmal. Ich muss wieder zurückscrollen. Dann ist wurscht. Wir sind jetzt 117. Es fehlen noch 197 bis 118. Da bekommen wir ganze 12 Diamanten. Wuhu! Keine Ahnung. Ich finde es ehrlich gesagt schade. Klar, man kann nicht jedes Mal noch neue Maschinen und alles Mögliche bekommen. Ich werde aber auf 119 was bekommen. Aber einfach nur Dias finde ich halt echt ein bisschen mau. Warum man da nicht ein bisschen was anderes an Belohnung rausgibt, ist doch egal, was es ist. Ob es Tools ist, ob es schon mal ein paar XP für danach sind oder ob es ein bisschen Geld ist oder I don't know. Irgendwas halt. Aber das, also 12 Dias so einfach, ja, das war's. Schön, dass du da 1 Million XP gesammelt hast. Finde ich ein bisschen enttäuschend einfach. Ich finde, dass der Anreiz nicht mehr so groß weiter zu leveln. Okay, machen wir es hier. 44, ich habe es gestern ausgerechnet. Es waren 495 Millionen XP, die es insgesamt gibt. Also 44.000 haben wir da. Dann nochmal 89.000. Levelgrenze erreicht. Grüner Gutschein. Wuhu. Die 170, das müsste fürs Level abreichen, genau. Einmal Screenshot, bitte. Und weiter geht's. 799 stehen noch aus. Kriegen wir hin. Das habe ich mir schon angeguckt, das kriegen wir hin. 350, Levelgrenze erreicht, Levelgrenze erreicht. Oh, Backsteine. Ohne Dynamit, Backsteine, Dynamit in der Levelgrenze. Das ist aber auch billig. Grüne Gutscheine, oh Gott. Aber das muss ich mir angucken. Das ist ja echt traurig. Ach ja, muss ich mir angucken. Müssen wir uns eh angucken, weil 119 kriege ich dann meine Maschine, die Haferbreitheke. Ich bekomme den Hafer, logischerweise, sonst kann ich die Theke nicht bedienen. Die Frühstücksschüssel, warum auch immer die so heißt. Warum heißt das dann nicht Frühstückshaferbrei oder so? Ja, egal. Frühstückswaffeln, okay. Mit Ei, was ist das da? Speck, was ist das drunter? Ist das Spargel? Meine Güte. Apfelhaferbrei. Okay, okay, okay. Achso, das ist in der Joghurtmaschine, die Frühstücksschüssel. Ist gar kein, ja, ich bin ja auch ein Held, ne? Ist doch Honig drauf und so. Aber dann. Ja, dann nennst doch Frühstücksjoghurt. Egal. Schüssel. Sehr schön. Und ein Feld. Wir machen das mal voll. Wir machen das voll. Wo waren wir? Die zwei haben wir noch nicht. Die haben wir. Dann geht's da weiter. 89.000, nochmal 350.000, Levelgrenze erreicht, Markierungspfähle, TNT und da ist das Level Up. Wir sammeln noch schnell den Rest ein. Dann kann ich die Maschine auch noch hinstellen. Das ist das Schöne, wenn man mal keinen Geldmangel hat.
im Spiel 44.000 und 170.000 Levelgrenze erreicht. Wie heißen die Eulensteine? Steht es da? Nee, hab vergessen, wie sie heißen. Am nächsten Level kriegen wir Ananas, Kokosnuss, Riegel, süßer Haferbrei und nochmal 12 Dias. Ja, also wir nehmen die Dias natürlich gerne, gar keine Frage, ne? Brauchen wir jetzt nicht reden. Und es fehlen auch nur noch 542.000 XP. Ich fürchte, danach komme ich in den Levelbereich, wo ich wirklich exakt 1 Million oder halt über 1 Million XP brauche. Ich will nicht. Aber erstmal hier Maschine. Was hat sie für einen Boden? So einen Boden? Dann kommt sie da oben mit dazu. Der Boden ist gerade wieder angesagt bei den neueren Maschinen. Oh, einmal verrutscht. Darunter. 4 Tage, Standard. Und dann haben wir hier die Deko-Sachen. Das brauche ich jetzt nicht mehr rausräumen, weil, sorry, für mich ist Winter fast rum. Also ich habe hier immer noch so ein bisschen Winterdeko drauf. Aber schauen wir uns mal die Farm von Gregi an. Gregi hat wieder umgebaut. Ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Greg hat wieder Schnee auf der Farm. Ich war nämlich letztens total schockiert. Da gab es das Schneefahrtangebot. Und dann bin ich auf die Farm von Greg gegangen und da war kein Schnee mehr. Gar keiner mehr. Keine Eisskulpturen, kein Schneeweg. Da war überhaupt nichts mehr mit Winter auf seiner Farm. Und dann dachte ich mir, das ist ja wohl ein Witz. Die verkaufen hier einen Schneepfad und haben nicht mal selbst bei Greg auf der Farm noch irgendwas mit Winter als Dekoration. Echt weird. Okay. Ja, auf jeden Fall, da ist wieder Winterdekoration. Dann bin ich zufrieden. Alles gut. Aber jetzt verkaufen sie auch nicht mehr. Vielleicht war es nur da weg, als sie es verkauft haben. Das wäre auch geil. Ich weiß nicht, ob das irgendwie marketingtechnisch günstig ist. Ich bin so hinterher mit meinen ganzen Sachen hier, weil ich gestern für die Farmpassaufgaben 540 Kürbis habe machen müssen und 540 Chili. Deswegen war ich letzte Nacht ein bisschen länger wach, damit ich die letzte Runde noch anpflanzen kann. Aber hat sich ja gelohnt. Wir sind durch. Wir gehen ins nächste Level. Mal schnell noch an die Angebote gucken. Ja, 18 Euro für eine Silo-Verbesserung, das machen wir auf jeden Fall nicht. Wir geben auch definitiv für Klopapier keine 230 oder 332 Diamanten aus. Und ja, nee, sorry für einen Farbeimer, gucke ich mal keine Werbung an. Ich weiß, ich bin faul, das könnte ich machen. Lässt sich gut verkaufen dann am Ende wieder, aber nee, ist es nicht wert. Ein letzter Blick in die Zeitung. Meine Scheune ist ja voll. Ich bin dumm. Meine Scheune ist übervoll. Ich kriege sie jetzt auch nicht leer. Meine Scheune ist 68 drüber. Bringt das was? Ich glaube es nicht. Warte, ich gehe mal eben schnell hier 20 verkaufen. Aber das wäre merkwürdig. Ja, das war klar. Ja, einen ganz, ganz kleinen Versuch war es wert. Was haben wir hier noch mit Reisnudeln? Sind auch schon weg. Braucht Hilfe? Nee. Okay, hat sich erledigt. Wir sind durch. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bye, bye. Die Schübe sind jetzt noch mit dabei. Also da habe ich jetzt nochmal einen Screenshot gemacht. Das waren die Superschübe, die im Farmpass drin waren. Ja, also ich weiß nicht. Schmelzofen braucht irgendwie niemand. Es lohnt sich halt nicht so richtig. Klar, wenn ich auf die Schnelle was brauche, aber na, weiß nicht. Backofen ist okay, Futtermühle, ja, mein Gott, schadet nicht. Ne? Webstuhl brauche ich persönlich jetzt nicht wirklich. Molkerei ist natürlich top, wobei vierfaches Tempo, es ist besser als nichts, wir wollen nicht meckern, ne? Aber zwölffach wäre schon geiler. Einen Nachtrag habe ich noch, und zwar habe ich noch eine Liste erstellt über alle Dekorationen, die jetzt im aktuellen Farmpass waren. Und zwar für alle 3 Farmpässe zusammen, also einmal aufgeteilt nach dem normalen Pass, dann nach dem Partypfad und dem Festpfad. Ich habe nicht mehr unterteilt beim Standard zwischen kostenlos und kostenpflichtig. Das hat sich einfach nicht mehr rentiert, da wäre die Tabelle ein bisschen, weiß ich nicht, ich hatte keine Lust mehr. Das macht doch nicht den großen Unterschied. Ich hätte es noch aufsplitten können, aber ja, jetzt mache ich es dann auch nicht mehr. Jedenfalls habe ich es kurz aufgestellt. Die komplette Tabelle, also ich habe das als PDF-Datei abgespeichert, habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Da kann man sich das dann alles nochmal in Ruhe angucken, wenn es denn irgendwen interessiert.